du bist noch dabei, du bist noch am Wirken, es macht dir das Leben Spaß, dann gönn dir diesen Spaß und hör endlich wieder Anti-Aging pur. Ich heiße Christina Jimdee, bin Zahnärztin und das seit 35 Jahren an einem wunderbaren Standort. Komme aus Mecklenburg-Vorpommern und das Zahnmedizinstudium, was mich zu diesem Beruf eigentlich erst befähigt hat, war nicht mein erstes Studium. Ich habe bereits vorher ein Studium absolviert zur Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Also Geschichten erzählen und Geschichten hören gehörte zu meinem ersten Beruf dazu und zu meinem jetzigen auch ein bisschen. Das sind die Dinge, die letztendlich auch dazu geführt haben, dass ich eines Tages gemerkt habe, wie sehr mir es schwerfällt, Geschichten zu hören. Das heißt, zuzuhören war möglich, aber zu verstehen war schwierig. Und meinen Patienten dann mit der richtigen Antwort zu begegnen, wurde immer schlimmer. Ich hatte das Gefühl, ich muss dreimal nachfragen. Wenn ich meine Angestellten gefragt habe, sag mal, was habt ihr da gerade euch unterhalten? Ich habe gar kein Wort mitbekommen und musste dann eben das Signal geben, ich höre schlecht. Und ich habe die Gunst der Stunde irgendwann gepackt und habe bei einer Recherche im Internet Audibene gefunden und gesagt, das ist die Plattform, die brauche ich. Ich brauche also nicht den Akustiker, den ich nie aufsuchen werde, weil der Parkplatz fehlt oder weil ich gerade keine Zeit habe oder weil um 18 Uhr Feierabend ist. Habe ich gesagt, gut, dann Audibene und habe Kontakt aufgenommen und wurde wunderbar betreut, habe den ersten Test durchstanden mit dem Ergebnis, es ist wirklich nötig, dass ich es brauche, also nicht nur meine Vermutung und nicht nur die Tatsache, dass diese Fehlhörigkeit irgendwann in meiner Praxis zum Thema wurde. Ich hatte ein mindestens dreimal so großes Gerät erwartet, was ich da in mein Ohr stopfen sollte und das war ganz das Gegenteil der Fall. Ich habe mich dann für das Hinterohrgerät entschieden, weil es für mich von der Situation her komfortabel erschien, leicht, nicht spürbar, nicht sichtbar. Das habe ich auch geprüft, weil wen hat man zu Hause? Der Ehemann sagt dann, was, du hast schon dein Hörgerät dabei und er hat nichts gesehen. Ich habe es prüfen lassen, auch gute Freunde konnten bestätigen, es ist nicht sichtbar. Und das macht natürlich Sicherheit. Die größte Sicherheit, man hört wieder. Man hört alles. Man hört die Vögel plötzlich zwitschern und das Wasser plätschern. Und wenn es draußen regnet, dann hört man das, bevor man sieht. Und das ist etwas, was ich heutzutage als sehr erleichternd empfinde. Man ist frischer, muss ich sagen. Ja? Und auch entlastet, dass es sowas gibt.